Notruffeuerwehr-Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Mein Name ist Malmann. Ich bin in dem Intermezzo-Hotel hier in Köln. Meine Tochter liegt zusammengebrochen hier im Zimmer. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wissen Sie denn die Zimmernummer? 320 müsste das sein. Zimmer 320. Hat sie denn irgendwelche Vorerkrankungen? Sie hat einen angeborenen Herzklappenfehler. Man muss Antibiotika nehmen. Die hatte eine Zahn-OP vor ein paar Tagen. Welche Allergien? Allergien? Nein. Okay, dann machen Sie jetzt Folgendes. Legen Sie sie bitte auf die Seite, in die stabile Seitenlage. Der Rettungsdienst müsste in wenigen Minuten dabei Ihnen sein. Die klopfen an der Zimmertür, ja? Jetzt. Notfall. Die Rettungsspezialisten. So, was haben wir denn hier? Ja, eine Mutter hat sich gemeldet, die sind wohl hier im Hotel und sie hat ihre Tochter regungslos aufgefunden und wir müssen jetzt uns beeilen und mal nachgucken, was da los ist. Wir kommen nach mit der Trage. Hallo, guten Tag, der Rettungsdienst, ich muss einmal kurz stören. Wir müssen zu Zimmer 320, wir haben Notruf erhalten. Ja, ich habe gar nichts mitbekommen. Können Sie den Aufzug nehmen? Ist dann dritte wahrscheinlich, ne? Genau. Passt nicht rein. Passt das? Wir müssen hier mit dem Fahrstuhl fahren. Was in dem Hotelzimmer passiert sein mag und warum die Patientin dort während eines Kurzurlaubs mit der Familie zusammenbrach, gibt ihrer besorgten Mutter beim Eintreffen der Rettungskräfte zunehmend Rätsel auf. Patientenmaske? Ja, schnell und Tarikat ist sie. Tarikat und mäßiger Blutdruck. Ich komme an nichts ran, sollen wir sie ich rausziehen? Auch nicht, wir ziehen sie raus. Sie sind jetzt die Mutter? Ich bin die Mutter, ja. Was ist denn passiert? Ich verstehe überhaupt nicht, warum die hier liegt. Das ist gar nicht ihr Zimmer, das ist das Zimmer von ihrer Schwester. Ja. Ich war mit dem Freund von ihrer Schwester, war mir kurz joggen gewesen, bin wiedergekommen und wollte ich eigentlich zum Ranchen abholen, aber... Soll ich damit dran? Ach Gott. So, warte mal, ich gehe hier einmal aus dem Weg. Bei unserem Eintreffen waren wir erstmal durch die Räumlichkeiten stark eingeschränkt, denn es war in dem Zimmer sehr eng. Die Patientin war nicht ansprechbar, deswegen haben wir sie auf dem Flur verbracht. Dort konnten wir dann die Vitalparameter erheben. Hat Ihre Tochter irgendwelche Vorerkrankungen? Vorsicht, langsam. Sie hat einen angeborenen Herzklappenfehler und weil sie eine Zahn-OP vor ein paar Tagen hatte, nimmt sie Antibiotika, aber nur zur Vorsicht. Puls ist regelmäßig. Wir machen mal komplettes Monitoring. Ja. So, wissen Sie denn, ob Ihre Tochter irgendwas zu sich genommen hat? Nein. Ja, weil ich habe da jetzt gerade irgendwas gesehen, was da noch stand. Irgendwas stand da auf dem Tisch noch. Da steht O-Saft. Ah, okay, O-Saft. Kannst du mal gucken, Marion? Ja, nicht da dran trinken. Nee, hören Sie mal auf. Oh Gott, ist das bitter. Warum haben Sie da jetzt dran getrunken? Ich habe nur dran genippt, um sicher zu gehen. Dass der stinkt ein bisschen, ne? Oh. Aber nicht viel. Aber der ist so bitter. Warum riecht das in der Flasche anders als im Glas? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was. Rumliegen tut sonst nichts, ne? Nein. Müssen wir mal raus. Birgit? Ja. Bisschen komisch. Also, da steht ein Glas mit Orangensaft. Warte, ich zeig mal. Das Glas riecht komisch, also so bleicht. Sie hat leider dran getrunken. Und sagt auch, der schmeckt komisch. Ganz bitter schmeckt der. Und der riecht ein bisschen anders. Nicht auch dran trinken. Ich habe nur genippt, minimal. Dann okay, weil, was haben Sie denn gesagt, was das für ein Geschmack ist? Bitter, wie nicht Orangen, bitter. Krebsfrucht, okay. Keine Ahnung. Gut, pass auf, solange wir nicht wissen, was das für eine Substanz ist. Ja, also es ist auf jeden Fall definitiv kein reiner Orangensaft. Ja. Da war mit Sicherheit noch was anderes drin, denn es hatte hier einen bitteren Geschmack. Also irgendeine Substanz war da drin. Der Mutter ging es jetzt noch gut, aber das ließ natürlich wirklich hier Anlass zur Sorge. Wir können natürlich bei der Gift-Notrufzentrale anrufen, das bringt uns aber nichts, wenn wir nicht wissen, was. Wir können ja nur sagen, wir haben hier eine kardial vorbelastete Patientin, der es jetzt gerade nicht so gut geht, aber wir wissen nicht, was sie eingenommen haben könnte. Jetzt, Sie haben ja eben irgendwas erwähnt von der Schwester. Ja. Gibt es irgendjemand, der uns Hinweise darauf geben kann, was sie vielleicht zu sich genommen haben könnte? Wissen Sie nicht? Nein, eigentlich, das ist ja auch gar nicht ihr Zimmer. Das ist ja von ihrer Schwester das Zimmer. Ja, aber da müssen die Schwester doch okay, wissen, ich übergebe das mal an dich weiter. Ja? Und sobald ich sie anrufe, da geht nur die Mailbox dran. Ich weiß nicht, wo sie ist, obwohl ihre Sachen hier alle liegen. Okay, wir müssen ein bisschen nach Prioritätenliste arbeiten. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal nach der Eva, die andere Schwester heißt. Franzi. Und dann gucken wir nach der Franzi. Okay. Ja? Okay. Gut. Hat die Franzi auch was am Herzen? Nein, die ist gesund. Die ist nur ziemlich fertig, weil die hat unheimlich viel mitgemacht die letzte Zeit. Deswegen haben wir diesen Städtetrip gemacht. Was heißt denn viel mitgemacht? Die hat ihren Job verloren und dann noch diese Internethetze da war. Internethetze? Ja.
Sie hat einen Artikel geschrieben über Männer und Frauen, gleiches Recht, gleiche Arbeit, gleiche Kohle. Und das hat einen Shitstorm. Ach, ein Shitstorm, da können Sie sich nicht vorstellen. Da waren Hasskommentare, Beleidigungen, sogar bis zu Drohungen. Schauen Sie mal, was die für Hasskommentare bekommen hat. Wenn Sie das sehen. Gucken Sie mal, mein Gott, heute Morgen schon wieder neue. Du blöde Kuh, mach was, wovon du Ahnung hast. Ach, das ist ein Videoclip. Das ist sie? Das ist sie. Ihr wollt mir Angst machen? Ich hab keine Angst. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Aber... Das ist hier im Hotel, oder? Ja. Das sieht aus wie die Aufzüge. Die machen die total fertig. Was? Ich verstehe das. Ist sie deshalb gekündigt worden auf der Arbeit? Wegen diesen Sachen, die sie postet? Nein. Sie hat gekündigt. Weil ihr Chef hat sie sexuell belästigt. Und wir alle haben gesagt, bitte anzeigen. Wollte sie nicht. Sie sagt, sie ist stark genug und sie schafft das und überhaupt. Über die Mutter erfuhr ich aber dann, dass die Schwester zurzeit große Probleme hat. Ja, und da war für mich so die Frage, hat sie sich vielleicht irgendwelche Medikamente in den Orangensaft gemixt, den dann aber nicht mehr getrunken? Wo ist sie jetzt? Was stimmt mit ihr nicht? Ist alles mit ihr in Ordnung? Wie sehr beides zusammenhängen sollte, das sollten wir dann später noch erfahren und das war heftig. Die Kollegen an der Einsatzstelle am Hotel haben uns gerade ein Video rübergeschickt von der Person, die da im Zimmer vermisst wird. Guck mal rum. Guck mal, richtig heftig, die Kommentare hier. Die macht sich irgendwie stark für Gleichberechtigung. Du bist nur feige und schwach, halt doch einfach die Klappe und geh kochen. Ja. Warte ab, irgendwann stehen die bösen Männer auch vor deiner Tür. Tussen wie du sind verbale Umweltverschmutzung. Ich glaube, das will ich gar nicht weiterlesen. Die Retter vermuten, dass die vermisste 19-Jährige durch das Cybermobbing an psychischen Problemen leidet und deshalb Hilfe benötigt. Bei der anderen Tochter von Hotelgast Maria hat die Ärztin inzwischen beunruhigende Herzbeschwerden festgestellt. Das, was wir jetzt im Moment sehen können, ist, die Sättigung ist mit 97 gut. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ist, dass die Herzfrequenz momentan bei 120 ist. Das ist also die Schläge pro Minute, das ist natürlich viel zu hoch. Ja. Wir werden sie jetzt in RTW verbringen. Und dort noch mal alles checken und dann würden wir aber ins Krankenhaus. Hallo. Sie sind jetzt wer? Die Frau Hoffmann. Ich bin von der Rezeption. Ach, sorry. Ach ja, stimmt. Ja, Sie hatten uns unten gesehen. Ja. Ne? Sie war jetzt in dem Zimmer von ihrer Schwester. Könnten Sie uns vielleicht das Zimmer von ihr dann aufmachen? Vielleicht ist da die Schwester drin oder hier umliegende Zimmer. Ja, ich habe die Schlüssel dabei. Perfekt. Zur gleichen Zeit geht in der Leitstelle ein Notruf vom Parkplatz des Hotels ein. Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Ja, mein Name ist Thomas Steffens, schönen guten Tag. Ich stehe auf dem Parkplatz vom Leonardo Hotel und da oben auf dem Dach, da steht eine junge Frau und ich glaube nicht, dass sie irgendwie gute Absichten hat. Ja, wie hoch ist das Ganze denn? Ungefähr? Ach, bestimmt 22 Meter oder keine Ahnung, also kann ich nicht genau sagen. Ich bin nur vorbeigekommen. Okay, und das ist eine junge Frau? Ja, richtig. Ja, die gestikuliert da rum und spricht und so und ich habe keine Ahnung. Also ich scheint mir ziemlich wirr zu sein. Ja, verwirrt, okay. Alles klar. Bitte bleiben Sie einmal unten vor Ort stehen und zeigen Sie uns den Kollegen direkt, wo die Einsatzstelle ist, damit wir das schneller finden, ja? Ja, gerne, danke, tschüss. Hallo, was machen Sie denn da? Machen Sie wieder ab! Jetzt machen Sie doch keinen Blödsinn! Gerade bei solchen Einsatzstichworten, eine Person auf Dach, kann natürlich jedes Szenario dabei rumkommen. Da spielen die Gedanken natürlich erstmal freien Lauf und man denkt sich, was könnte es sein. Es kann sich um Streich handeln, es kann sich in suizidaler Absicht jemand aufs Dach stellen. Es können aber auch sonstige, alle möglichen Sachen sein. Da ist die Sache erstmal so unklar und man fährt erstmal mit einem unguten Gefühl dahin. Oh, eine Sekunde. Any heard? Information für euch, wir hatten gerade einen weiteren Notruf von dem Hotel. Vor dem Hotel steht ein Hotelgast vermutlich, der sieht auf dem Dach des Hotels eine Person stehen. Eine junge Frau, die dort wild gestikuliert. Ja, ich habe die Kollegen der Feuerwehr mit alarmiert, die werden aber noch ein paar Minuten brauchen. Schaut euch einmal die Situation an und gebt mir einmal Rückmeldung. Ich gehe hoch. Frau am Dach.
Ist das ruhig. Franzi? Ganz ruhig. Ganz ruhig, soll das ein Witz sein? Wir wissen nicht, ob sie Franzi ist, okay? Natürlich ging mir durch den Kopf, dass wir immer noch eine Schwester, die Schwester Franzi, vermissen. Ich wollte dann aufs Dach hoch. Sie bleiben bitte hier. Aber wenn das meine Franzi ist, um Gottes Willen, eine Tochter liegt da und kein Mensch weiß, was sie ist. Die andere steht da oben, was soll ich denn jetzt machen? Genau deshalb bleiben Sie hier, weil Sie jetzt gerade nicht die Nerven dafür haben, ja? Wenn das wirklich der Fall ist, dann brauche ich Ruhe. Ich muss mich auf die Situation einstellen. Ich muss mich auf das Mädchen einstellen. Und die Mutter weiß eigentlich nicht genau, was sie da tun soll. Und dann sagt sie mir das Falsche. Und dann ist Holland in Not. Und das wollte ich einfach verhindern. Ruck hast du auch noch mal gemacht, genau, ne? Ja, aber die Tendenz ist trotzdem Tachykard und Hypoton, ne? So, das machen wir, das machen wir. Sagen Sie mal, wie hoch ist das Gebäude? Wissen Sie das? Ja, ungefähr 20, 25 Meter. Stopp. Ja. Nee, gehen Sie mal wieder nach unten. Vielleicht können Sie den Kollegen helfen, aber hier kann ich Sie jetzt nicht gebrauchen. Okay, alles klar. Hallo? Wir müssen ein bisschen langsamer gehen, weil ich hier rückwärts gehe. Das ist nicht so einfach. Hallo? Hallo? Oh Mann. Hallo, einmal rüber gucken. Nee. Hallo. Oh, nee. Was los mit euch, hä? Hey, ich bin Was auch hier. Hier. Gehen Sie raus aus dem Bild, sofort. Aus dem Bild? Welches Bild? Hier ist ein Livestream. Wie soll das denn aussehen? Ah, okay, hier eine Person kommt, die mich retten will. Auf dem Dach habe ich dann tatsächlich die Franzi gefunden. Ich habe sie erkannt, weil die Mutter mir ja vorher ein Video gezeigt hatte von ihr. Sie war es absolut eindeutig. Ich gehe mal ein paar Schritte zurück, ja? Genau, einfach aus dem Livestream raus. Kannst du mir erklären, was hier gerade los ist? Ich brauche hier keine Hilfe. Marion Fröhlich entlockt Franzi, dass das Mädchen vor laufender Kamera eine Mutprobe machen will, um zu beweisen, dass es sich vom Cybermobbing nicht einschüchtern lässt. Während die Sanitäterin Franzi vergeblich darum bittet, den Livestream zu beenden und über alles zu reden, erfährt ihre Mutter von der Situation auf dem Hoteldach. So. Wir waren ja Gott sei Dank sind Sie da. Da oben ist eine Dame auf dem Dach. Ich hatte gerade einen Notruf abgesetzt. Thomas Steffens, mein Name. Ja. Haben Sie denn gesehen, wer das ist? Jung, alt, groß, klein, keine Ahnung. Junge Dame mit blonden Haaren, keine Ahnung. Mehr konnte ich nicht sehen. Oh mein Gott, wenn das Franzi ist. Ja gut, unsere Kollegin ist ja auch oben. Also wir wissen Bescheid. Ne? Ich kann nichts sehen. Ich bin neugierig. Mir einfach erklären, was los ist. Scheiß Kommentare, ganz ehrlich. Hasskommentare. Von heute Morgen, schon wieder. Hören Sie sich das mal an. Sie wissen gar nicht, was das mit einem macht. Achtung, wir haben eine Verkehrserinnerung. 170, 180, 190, 200, wird schneller. Zieh mal schnell das. Ich habe peripher keinen Puls. Okay, wir werden an mir. Alles klar, so. Einmal den Beutel bitte. Ja, sofort. So, Strom. So, alle weg vom Patienten, wir schocken. Okay, nochmal. Okay. Achtung, weg vom Patienten, wir schocken. Okay. Oh mein Gott. Okay. Ambo, Kommentare wie, du bist nur feig und schwach. Halt doch einfach die Klappe und geh kochen. Tussi, wie du, sind einfach verbale Umweltverschmutzer. Na, was macht das bei Ihnen? Hä? Ganz ehrlich, so Sprüche wie mit geh kochen, die muss ich mir so oft anhören. Das muss doch an uns abprallen. Okay, geht hier runter. Wir haben EKG-Veränderungen. Ah, okay, die Herzfrequenz. Helfen Sie uns jetzt gerade nicht, ne? Ich verstehe Sie da, aber... Also Ihre Tochter hat jetzt gerade wieder Rhythmus, ne? Wir versuchen, sich ein bisschen zu beruhigen. Brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. So, komm, lass sie erstmal jetzt stehen, da haben wir jetzt keine Zeit für. So, nochmal atmen. Ich war natürlich heilfroh, dass die Reanimation hier geglückt ist. Gleichzeitig ist mal wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Denn wir hatten ja die Info, dass oben das Mädchen am Dach rumtänzelt und irgendeine Mutprobe oder irgendwas aufgenommen hat. Wusste ich nicht genau, aber ich habe schon auch meine Kollegin da oben gesehen und habe mir wirklich Sorgen gemacht. Man kann das von unten abschätzen, wie hoch die Brüstung ist. Und wer weiß, was da schief geht. Nicht, dass wir nicht noch das Mädchen verlieren, sondern meine Kollegin auch. Wir sind doch stärker als Sie. Du hast doch selber gesagt. Das hast du jetzt gerade zu beweisen. Das vermasseln Sie mir aber gerade in diesem Livestream, in diesem Video. Guck mal hier, ich habe hier gerade einen Livestream gefunden. Im Hoteldach. Das ist Marion. Unglaublich. Ich versuche hier einfach gerade zu zeigen, dass ich keine Angst habe. Weder vor dem, vor diesen scheiß Hatern, noch vor irgendwem anderen. Sie war hochemotional, aggressiv
Und das ist natürlich dann auch wieder unfallträchtig. Man weiß auch nicht, wann kippt die Situation. Und vor allen Dingen, das ist auch für mich nicht ungefährlich. Nicht an die Kante. Nicht an die Kante. Ich funk die direkt mal an. Ja. Franzi, bitte. Komm, halt einfach ab. Einen Moment. Ein Senf, ein Third. Ja, ihr seid hier gerade live in so einem Livestream vom Hoteldach. Handelt es sich um einen Suizidversuch oder um was handelt es sich da? Weil die Feuerwehr braucht noch einige Minuten. Ja, ich habe vergessen, mich zurückzumelden. Das ist die vermisste Franzi und es ist kein Suizidversuch. Aber ich kriege sie im Moment nicht runter. Das ist richtig ätzend. Wer ist das denn jetzt? Ihre Kollegen oder was? Das sind meine Kollegen. Kommen die runter hierher? Nein, die kommen nicht hoch. Die glaubt ihr einfach alle, dass ich schwach bin oder was? Ich wollte einfach nur gegen Frauen, für Frauen und für Ungerechtigkeit stark sein. Ey, das finde ich mega, weil du machst das auch für mich, Franzi. Ja? Und ich finde es wirklich mega, weil ich werde oft genug angemacht. Aber wir haben den Livestream jetzt. Oben auf dem Dach von der Leitstelle dann gesagt zu bekommen, wir können dich über den Livestream sehen, war für mich der blanke Horror. Gaffer sind schon schlimm genug, aber dann live 1:1 bedeutet ja auch, sie sehen 1:1, was jetzt als nächstes passiert. Ja, und jetzt soll ich aber auch noch Medikamente bekommen. Davon redet... Davon. Und dann hat mir heute Morgen mein Freund auch noch Ursache hingestellt. Vitamine? Als wäre ich ein Kleinkind, oder? Wir mussten jetzt reanimieren. Tobi, wo warst du denn? Ich war kurz joggen, hab Brötchen und Kaffee mitgebracht. Ja, Franzi ist weg und da drinnen liegt Eva, die hat eine Herzkasspagiert. Anscheinend hat sie Ursaf getrunken bei euch aus dem Zimmer, die lag bei euch. Wer ist das denn jetzt? Moment. Franzi, der Freund. So, hier, kommen Sie mal kurz her. Wir haben jetzt in dem Orangensaft, da war ja irgendwas drin. Da wissen Sie, ja, ich habe den probiert, der hat total bitter geschmeckt. Ich hab dir Beruhigungstropfen gegeben, Promethazin, damit sich immer ein bisschen entspannt. Alter, und dann wollte ich kurz eben joggen gehen und Wie viel? Zwei, drei, vier Tropfen. Die können doch nicht einfach da irgendein Zeug reintun. Wir mussten die jetzt gerade reanimieren. Und das ist ja auch nicht Franzi, sondern wie heißt sie? Eva, oder was? Warum war die Eva denn bei euch im Zimmer? Alter Schwede, wie viel war denn da drin? Er sagt, er hat drei, vier Tröpfchen. Ja, hat geklappt, würde ich sagen. Ja, aber weißt du was, Roberto? Das hängt bestimmt mit dem Antibiotikum zusammen. Ja. Sie hat ein Antibiotikum genommen und hat jetzt dieses Mittel bekommen. Die vertragen sich aber nicht, weil nämlich das Antibiotikum dieses Mittel verstärkt. Wir mussten jetzt gerade reanimieren, ja? Und den Rest können Sie sich von der Mutter abholen. Die wird stinkesauer sein. Stinkesauer ist gut. Die ist gerade fast gestorben. Körperverletzung, ne? Mutter Maria macht Franzis Freund eindringlich klar, dass er das Leben ihrer anderen Tochter fahrlässig aufs Spiel gesetzt hat. Und eine weitere Katastrophe bahnt sich auf dem Hoteldach an. Denn damit Franzi sich nicht noch mehr aufregt, soll sie von den Herzproblemen ihrer Schwester eigentlich nichts erfahren. Ey, was hat denn jetzt da unten? Wieso kommen die denn jetzt? Ihre Kollegen? Wir wussten ja nicht, was hier oben los ist. Ich wollte doch gar nicht springen. Ich wollte einfach nur mutig sein. Franzi, das wusste ich nicht. Ich habe mit denen keinen Funkkontakt. Und wieso steht da ein RTW? Vielleicht ist ja irgendwas passiert im Hotel. Gehen Sie bitte. Franzi, Franzi, geh von der Kante weg. Franzi, bitte. Deine Schwester, was machst du da oben? Ja. Unter Franzi! So, Servus. Was ist hier passiert? Können Sie mir was sagen? Ich habe keine Ahnung, warum meine Tochter da oben ist. Meine andere Tochter liegt im Rettungswagen mit Herzproblemen. Franzi, was bitte! Los? Weiß ich nicht. Wir gehen nachfragen. Ja, vielleicht ist sie nur zum Gucken da. Franzi wollte von ihrer Mutter natürlich sofort wissen, was ist mit meiner Schwester. Die Verständigung von so einem hohen Dach bis nach unten auf den Boden ist natürlich sehr, sehr schlecht. 1 NEF1 von Einsatzleitung Feuerwehr kommen. 1 NEF1 hört. Ja, Feuerwehr ist eingetroffen. Da kannst du mir mal eben schnell eine Rückmeldung geben, was da oben los ist. Wir bauen jetzt schon mal Sprungpolster auf, aber ich habe überhaupt keine Informationen. Das ist ja Chaos hier pur. Ja, es ist ein bisschen hektisch. Das ist die Schwester, die vermisste Franzi, die wir gesucht haben. Sieh zu, dass sie die da runterkriegst, oder was ist mit der los? Ja, da gab es sowas wie Cybermobbing. Ist jetzt schwer zu erklären und wie sie jetzt praktisch reagieren. Ja, alles klar. Pass auf, wir bauen jetzt hier schon mal das Sprungpolster auf. Sieh zu, dass du da oben alles klar kriegst, ja? Hier ist hier die Lage, Robin. Es ist eine absolut katastrophale Lage. Ich weiß noch gar nicht, was genau los ist. Da ist ein Patient, da ist jemand am Dach. Im Moment müssen wir erst mal gucken, wie wir das Sprungpolster aufbauen. Unsere Kollegin vom Rettungsdienst in Marion, die war ja schon auf dem Dach und die hat uns da richtig Zeit verschafft. Sie hat sich ja die ganze Zeit um das Mädchen gekümmert. In der Zeit konnten wir das Sprungpolster hier aufbauen. Für uns war dann erstmal die Lage erstmal sicher. Wir dachten auch gar nicht, dass es noch zum Einsatz kam. Ein Stückchen weiter ran. Okay. Das sieht gut aus. Lass so stehen. Mama! Franzi!
Franzi, was machst du denn da? Franzi! Sie kletterte dann auf den Rand des Daches. Da war so ein kleiner Vorsprung, schon mit einem Knie. Ich wollte sie noch festhalten und zurückhalten, aber sie wehrte mich mit ihrem Arm immer ab. Ja, und dann verliert sie da oben den Halt. Komm da runter! Ich habe noch versucht, sie zu packen. Ich hatte das Gefühl, dass ich den Pulli noch an den Fingerspitzen fühlen kann. Aber es hat einfach nicht gereicht und sie stürzt von diesem riesigen Haus herunter. Alles gut? Ja. Man kann mal da runterspringen. Du bist bescheuert. Oh mein Gott. Unmöglich. Mann, was hast du getan? Tut mir so leid. Oh Mann. Tut mir so leid. Mann. Meine Güte. Alles gut. Es wird alles gut. Du bist gerade runtergesprungen, oder? Lass mal kurz Pause. Ich muss mich mal eben untersuchen. Nein. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Erstmal nach vorne. Komm. Warte, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin der Feuerwehreinsatzleiter. Wie kommen Sie auf die schräge Idee, jetzt von da oben runterzuspringen? Ich wollte einfach eine Mutprobe machen. Ich wollte den anderen beweisen, dass ich stark bin. Und dass ich keine Angst habe. Ach, du brauchst doch niemanden, irgendetwas zu beweisen. Da werden wir noch mal drüber sprechen. Nehmen Sie erstmal mit zum RTW, ja? Ja. Oh Mann, komm, ich wollte. Der Schock ist natürlich erstmal tief. Da muss man erstmal 3-4 Sekunden sich die Gedanken wieder zusammenfassen, bis man dann wieder zurück zur Arbeit kommt. Nach dem Sprung will Franzi wissen, wie es zu dem gefährlichen Medikamentenmix bei ihrer Schwester kommen konnte. Dass diese versehentlich ein Beruhigungsmittel einnahm, das eigentlich für Franzi gedacht war, weil sie durch das Cybermobbing außer Rand und Band war, ist für das Mädchen ein Schock. Du lässt dich untersuchen, aber noch, hast du gehört? Ja. Also, wenn du ins Krankenhaus kommst, du definitiv. Also, ich meine, wer aus der Höhe springt, wir können dich jetzt auf keinen Fall hier so locker leichtfüßig hier lassen. Ne? Das geht nicht. Wenn so die erste Untersuchung im Krankenhaus gelaufen ist, dann musst du quasi wahrscheinlich, denke ich, nochmal mit dem Therapeuten sprechen, oder? Weil so ein bisschen, was da im Vorhinein gelaufen ist, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen und dann in 2 Wochen stehst du wieder da oben. Das Arbeitsamt hat dich dort zum Psychologen geschickt. Warum machst du es denn nicht, Schatzi? Okay, ja. Du musst schon die Hilfe annehmen, die man dir gibt. Ja, so ist es. Das ist keine Schande, sich so Hilfe zu holen. Und Idioten gibt es überall. Deswegen hol dir da Hilfe und danach gehst du gestärkt aus der Situation heraus. Ja? Ja, schon krass sein, dass Internet manchmal treiben kann, oder? Ja, definitiv. Das wundert mich nicht. Bei der Internetpräsenz unserer Jugendlichen heutzutage, Internet, Handy, permanent. Wenn es da Leute gibt, die anderen Leuten Böses wollen, kann sowas entstehen, ja. Hey! Hey! Was ist los? Da einmal versagt auf voller Linie, ne? Ach, du hast doch nicht versagt. Habe ich sie runtergeholt oder ist sie gesprungen? Sprungpolster war ja schnell aufgebaut, das war ja okay. Ich weiß, das ist eine ganz schwere emotionale Lage jetzt. Aber du musst dich einfach von dem Gedanken freimachen, dass da jetzt deine Schuld irgendwie mit dabei ist oder sowas. Das hat ja mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Es sind emotionale, psychische und auch physische Belastungen bei uns im Beruf, die auf jeden Fall bearbeitet werden müssen unter uns. Das heißt, wir müssen viel reden nach Einsätzen, das ist ganz wichtig. Das kann man nicht einfach so abstreifen. Du musst das gut jetzt daran sehen, es hat doch alles perfekt gepasst. Ohne dich hätte es nicht gepasst. Ja? Ja, Mensch. Eigentlich hast du recht. Ja. Es geht mir jetzt wieder gut. Ich habe verstanden, dass ich nicht schuld bin, dass sie da runtergefallen ist, sondern dass ich diejenige war, die halt einfach nur Zeit geschaffen hat und dass es auch kein Versagen war. Ich werde auch keine weitere Hilfe brauchen. Aber es ist halt etwas, was einem noch nachhängt. Sollte ich dann merken, dass ich doch noch mal Probleme habe, werde ich definitiv einfach zu meinen Kollegen gehen, die mit dabei waren. Und ich glaube schon, dass sie mir sehr, sehr gut helfen können. Okay, ich würde sagen, wir fahren dann mal. Ja, der zweite RTW kommt ja jetzt. Ihr geht's gut soweit? Ja, erstaunlich gut geht's ihr. Ja, genau. Aber bleibst du trotzdem bei ihr, weil wir können sie quasi nicht jetzt alleine lassen. Dann kommst du einfach, wenn der zweite RTW da ist, kommst du einfach nach, treffen unser Klinikum und dann würden wir los. Ist irgendwas Lage denn jetzt? Ist sie stabil? Stabil, ja. Ja. Das Leid, was die Mutter der beiden Kinder hier durchgemacht hat, ist kaum messbar, denn sie hätte auf einen Schlag fast beide Kinder verloren. Natürlich ist man in dem Moment noch stark und tough, aber ich denke, im Nachgang wird sie noch einige Zeit brauchen, um das aufzuarbeiten. Die eine Tochter wird reanimiert in dem RTW, die andere steht oben auf dem Dach, das ist schon harter Tobak. Im Krankenhaus erholte sich Tochter Eva vollständig von dem lebensbedrohlichen Medikamentenmix. Ihre Schwester Franzi zog sich bei ihrem Sprung vom Hoteldach zum Glück keine Verletzungen zu. Die 19-Jährige begab sich wegen der psychischen Folgen des Cybermobbings aber sofort in therapeutische Behandlung. Die Familie hat es inzwischen geschafft, die schrecklichen Ereignisse hinter sich zu lassen.